Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Random. Wir sind gerade am Hafen, beziehungsweise unter dem Hafen. Und wollen nun flüchten gehen, indem wir uns auf dieses Schiff schleichen. Was von einer riesen Schnecke betrieben wird und... Ja, mal sehen, ob wir das hinkriegen, ne? Kommen wir da irgendwie hier rein? Oder können wir uns irgendwie hier irgendwie festmachen? Ist das ein Mülltransporter, ne? Eine Mülltransporter-Schnecke. Huch. Da können wir rein. Ich muss mich verstecken, bitte lass mich rein. What do you think I'm doing here? We're all trying to hide, kid. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Was? Adlubescenz? Was ist denn Adlubescenz? Means something that's delightful. Like my room here, right? Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. Kid Herman und der Adult Herman. Es gibt ja keine anderen Plätze, weil es ja alles kaputt hier. There are no... Come on! There's gotta be other spots. Go find them. Bitte, Herman. Meine Schwester steckt in Schwierigkeiten. Ich muss auf dieses Boot. Oh, for the love of... Fine. You little guilt tripper. I'll let you in. Danke. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. One, be quiet. Two, don't touch anything. And three, be quiet and don't touch anything. Okay. Huch. Also, so haben wir es doch an Bord geschafft. So. Ich darf hier nichts anfassen, aber mit der Zwille hat er, von der Zwille hat er nicht geredet. Piu. Wer bist du eigentlich? Erzähl mir mehr über dich. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? And if the crew here gets wind of it, both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet-like and don't do anything. Ich bin auch auf einer Mission. Meine Schwester wurde vor einem Jahr entführt und... Hey, ich bin zufällig eine Expertin darin, nicht erwischt zu werden. Ganz zufällig. Genau. Shh, quiet, kid. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. Ich wüsste gerne mehr über meine neuen Komplizen. Look, I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You wanna know about me? Here's a deal. I'm off to find my son, see? I made it for the Cardmaker District, Five Tropolis, or whatever the Queen's calling it these days. And... Okay, ich bin auf der Suche nach meiner Schwester Ott. Haben irgendwelche Geister zu dir den Weg gezeigt? Erzähl mir mehr über Fünf Tropolis. Haben irgendwelche Geister dir auch den Weg gezeigt? Quiet, kid, or you'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. Ob wir den wohl wieder treffen irgendwann in Fünf Tropolis? Okay, wir gehen schlafen. Was sonst dürfen wir wahrscheinlich eh nicht, ne? Gut. Dann gehen wir schlafen. Gute Nacht. Well, the moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost run away from home and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Träume wieder von Odd? Eventuell auch nicht. Doch. I'm coming.
Das ist ein sehr langer Steg, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwas knurrt hier die ganze Zeit. Ach, da hinten ist eine Teekanne. Stay right there. I'm coming. Even, I need you. Sis, I'm coming. Don't move. Ich bin doch schon am Weg. Hold on. I'm trying. Oh Gott. Hängen die? Oder fliegen die? Schweben. Hello, Even. You're home. It's where you belong. Was ist denn mit allen los? There's no time. No time? No time. A wanna is a wanna. Is a wanna is a wanna. When you're right, you're right. Even, come stay with us. Do you want some tea? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich will keinen Tee, wir müssen Ort nach Ort sehen. Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother, Even. Ist nicht sicher. Wir müssen gehen. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, Even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, Even. Ich kann nicht. We'll always be here, Even. You'll always be her, Even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go. Even if you're lost, the Queen will find you. Ich will nicht gefunden werden. Können wir zu unserem Zimmer? In unser Bett? Also so offen würde ich selber nicht wohnen wollen. Ne? So da mein Bett und da unten direkt meine Eltern ohne so einen eigenen Raum. They never... I don't think they... They were denying you your future. Robbing you of your true destiny. You're finally home. Okay, haben wir mal gesehen, was bei ihr gerade passiert. Man hat aber nicht gesehen, wo die sich befinden, ne? Wahrscheinlich irgendwie im Sechserdorf, aber ich weiß halt nicht, wie das da aussieht. Aber sehr gut, dass sie auch immer noch zurück möchte. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Wait! What am I supposed to do? Take one of these bad boys! Has even lost sight of Herman. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay, still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her, indeed. Ob wir diesen Herman mal wiedersehen werden in Fünferstadt? Well, where is this place? Naja, ich sehe ganz viele Würfel, also
würde mal sagen, ein Würfelfriedhof. Huh. Oh je. Hier scheint die Zeit stillgeblieben zu sein. But even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Hm. Hauptsache, man kann hier Geld sammeln, das ist auch immer wichtig. Da ist auch was. Hm. Dann gehen wir einfach wieder und gucken mal, was hier noch so auf uns wartet. Soldaten. I must be the first person to come here in decades. Ja, hier muss lange keiner gewesen sein, ne? Okay, da geht's weiter, glaube ich. Gucken wir nochmal hier. Ja, da ist noch nicht nur was. Noch mehr. Es lohnt sich. Ich weiß aber nicht, woher ich dieses Geräusch kenne, ne? Ich weiß halt echt nicht. Das würde ich gern wissen. Aber sehr interessant, dass die alle sogar die Augen von diesen Vasen leuchtet. So dass man die schlecht übersehen kann. Okay. War klar, ne? Dass irgendwas davon leben tut. Wenn rechts, die kann man es anvisieren. Und eigentlich können wir nichts tun, außer zu laufen. Mit B kann man ausweichen. Abschießen kann man. Oh Gott. Der Controller hat vibriert. Ah. Oh, und wir können den Kleinen steuern. Warum auch immer. Können wir jetzt zur Hilfe eilen? Oder wir gucken uns das Schauspiel nochmal an. Alter. Sie braucht nur einmal stehen bleiben, der erwischt sie. Dann gehen wir ihr mal helfen. Ah, ich sehe schon. Are you okay? Are you, alive! Ah!
Okay. Well, thanks for saving me back there. You were really... well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Hello? I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Okay, Evan, keep it together. You're talking to a dice now, Evan. And to yourself. Aber jetzt wissen wir, wofür dieses Schalterrätsel ist. Man muss nämlich auf beiden stehen. Denn man kann mit dem da und dann kann man damit mit R losschicken oder darauf. Und dann stellen wir uns selber hier rauf. Nice! Und somit öffnet sich das Tor. Diese Tür. Hey! Those are mine! You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. Erinnert mich ein bisschen an C-3PO aus Star Wars. Gut, er hat die Karten gegessen. Kann man definitiv machen. Also hier sind sehr viele Würfel, ne? So, und ich muss eine Kleinigkeit anmerken. Denn mir wurde gesagt, ich soll den Spiel, ich habe das vor dem Part gemacht. Und zwar, das muss ich halt auch immer dazu erwähnen, weil sonst, ne, damit ihr, ich will euch ja nicht hier anlügen oder irgendwelche falschen Eindrücke vermitteln. Und zwar habe ich den Schwierigkeitsgrad auf Story geschaltet, weil mir wurde gesagt, wenn ich das nicht mache, dann dauern die Kämpfe im Spiel dreimal so lange, wie sie auf dem Schwierigkeitsgrad Story machen und, ich denke mir, weil mir wurde auch gesagt, schwerer sind die Kämpfe nicht, sie dauern einfach nur. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja gut, dann schalte ich die Schwierigkeit auf Story, weil es bringt ja auch nichts, 20 Minuten in einen Kampf drin zu stecken, nur um dann, während wir dessen wir das in Story-Dings halt zumindest auf 5 Minuten reduzieren können. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. So. Gehen wir weiter. Deswegen habe ich das geändert, weil mir jetzt gesagt wurde, mir wurde es mich zugetragen und ich denke, das passt auch so gut. Watch out, Dice! I think these machines are coming alive too. So. Yep. Und jetzt. They're attacking. Erkläre ein bisschen das Kampfsystem. Und zwar muss man. Man kann das auch mit den Würfeln selber einsammeln. Man muss. Tatsächlich. Gut, dass wir jetzt nur einen Gegner haben. Man muss tatsächlich. Die blauen Kugelchen abschießen und dann kriegt man Punkte und dann kriegt man da unten rechts Karten in die Hand. Ne? Es ist halt wirklich sehr simpel, aber auch sehr kreativ. So, und wenn man genug Kugelchen sammelt, kriegt man immer Karten in der Hand. So, und mit diesen Karten können wir tatsächlich auch spielen, wenn wir mit unserem Würfel würfeln. So. So, wenn du mit Dicey wirfst, erhältst du Kartentoken, die der Augenzahl entsprechen. Das Ergebnis wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Verwendet Kartentoken, um deine Karten zu aktivieren. So. Verlasst die Würfeldimension, in denen du etwas angreifst oder X drückst. So. Oh, it was clear that these were no ordinary cards. And Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. So, und bislang ist es so, zumindest wie weit ich gespielt hatte, ist es so, dass solange wir, wenn wir einmal würfeln, dass wir quasi in der Würfeldimension feststecken. Der Gegner quasi derzeit eingefroren ist. Wir können jetzt bewegen, uns umgucken und schauen, was wir als nächstes tun werden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich quasi unendlich Ruhe. So, und ihr seht, wir haben eine 2 gewürfelt. Dicey kann, glaube ich, nur eine 1 und eine 2 würfeln, weil ich glaube, die restlichen Punkte sind ausgegraut. Und wir haben da oben rechts eine 2. Das heißt, wir haben jetzt mit bei den Karten oben links auch so ein Zeichen, was wir halt wirklich, wie viel wir jetzt einsetzen können. Das heißt, wir haben eine 2 gewürfelt, wir können jetzt quasi
mit der 2 diese Karte aktivieren. Damit wird unsere Schleuder zu einem Bogen mit 10 Pfeilen, die Schaden macht. Und das ist Heilung. Das gibt ein Kartentoken dazu. Das heißt, wenn wir das aktivieren, zeige ich euch mal. Aktivieren wir mal. Wird es 3. So, damit können wir jetzt einmal dieses Dreierschwert holen. So, einmal durch den und einmal den Bogen. Noch zusätzlich. We're moving as one. An unstoppable fighting machine. Es ist, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr simpel und sieht wirklich komplizierter aus, als es ist. So, wir können jetzt aber nichts mehr machen. Das heißt, am besten ist, man positioniert sich hier am besten hinter den Gegnern und hält den Angriffsbutton gedrückt und lässt ihn wieder los. Und dann... Ja, und dann geht das Spielchen von vorne los. Es ist eigentlich relativ simpel und... Ja, man macht jetzt mit dem Bogen Schaden, während man die Kristalle abschießt. Und es ist wirklich sehr simpel. Und die genau, wird volles Blatt angezeigt. Mehr Karten haben wir auch noch aktuell noch nicht. Und ja, das Schwert hat da oben so eine Haltbarkeit. Das heißt, wenn wir es benutzen, verbrauchte sie auf Dauer, sodass man die Karten öfter mal auch. Sodass man die Würfel auch öfter, wenn man würfeln muss, ne? Was man würfelt, ist dann allerdings immer Zufall, ne? So. Und das ist das Kampfsystem. Wir bekommen als Belohnung eine Bombe. Beschwöre eine Bombe, schieß auf sie oder schlage sie, um sie zu aktivieren. Geh in Deckung. Eine Bombenkarte. More cards? Oh, I wonder what these do. Listen, we're an incredible team, and as long as I'm going to be talking to you, I should probably know your name. Right. Well, how about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey. Ja. Ups. Können wir uns die Karten schon angucken? Nee, noch nicht. Okay. Zu den anderen Karten kommen wir später. Jetzt wollen wir allerdings einmal raus. Haben wir hier eine Karte eigentlich? Das Tal der Würfel. Nö. Nee, dann denke ich, gehen wir hier raus, ne? Ja. Oder? Ja. So, die werden später wichtig. So. Vielleicht kommen wir hier irgendwo raus. Bevor ich da weiterlaufe, schieße mir das ab. Und ja. Das sind natürlich auch Gegner, ne? Wir können ja Dicey auch befehlen, dass er da irgendwo hinlaufen soll. So. Jetzt haben wir das Schwert. Wir holen uns Dicey zurück. Was seldom good. Und würfeln mal. Mal gucken, was wir kriegen. Also ich hätte schon gerne 2. Okay. Dann aktivieren wir das Schwert. Ja, nee, mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aktuell. Keine Heilung, wir sind ja volles Leben. So. Voll noch mehr? Ja, die aktivieren sie alle. Warte mal, Blinzel-Ausweichmanöver. Wenn du Even kurz davor ist, getroffen zu werden, drücke B, um ein Blinzel-Ausweichmanöver auszuführen. Blinzelst du dich durch Gegner, bersten ihre Kristalle. Also quasi so, irgendwie. Moment, treffen an. So. Das ist quasi so eine Art Konter. Das heißt, wenn Even leuchtet, können wir es aktivieren. Ja, sehr schön, das waren alle. Und wir kriegen als Belohnung 50 Münzen. Währung für den Kartenland von Moneytex. Jetzt werden wir schon gespoilert. Jetzt werden wir hier schon gespoilert. Having a headache.
We'll have to talk more later. But for now, let's just focus on surviving, yeah? Anscheinend sind wir nicht die Ersten, die mit Würfeln Hand in Hand gehen. Hier ist Sackgasse? Na, ist keine Sackgasse. Also doch schon, aber eine lohnenswerte. Wir können ja auch zu unserem, während wir normal rumlaufen, zu unserem Rücken rufen. Ah, die Musik erinnert mich schon sehr an Fable, ich weiß auch nicht. It's like something out of Mom's drawings. Oh, guck mal da. Hallo? Boah, kein Grund, unfreundlich zu werden. Schlafen die anderen Würfel hier? Er wartet auf seinen eigenen Würfelspieler. Ganz ruhig, was ist hier passiert? Es ist lustig, dass wir quasi gar nichts verstehen, aber unsere Protagonistin. Du hast seit Jahrzehnten niemanden wie mich gesehen. Du bewegst dich nicht, bis der richtige Würfelspieler kommt. Viel Glück bei der Suche nach deinem Würfelspieler, Herr Würfelmann. Du hast seit Jahrzehnten niemanden wie mich gesehen. Ich schätze, ich bin jetzt eine Würfelspielerin. Kann ich helfen? Okay, ich hab's kapiert, ich bin es nicht. Ich bin vielleicht nicht deine Würfelspielerin, aber ich kann trotzdem helfen. Ja, genau, ich kann trotzdem helfen. Kein Wunder, dass du so deprimiert und mürrisch bist. Tja, ich hoffe, eines Tages kommt auch jemand zu dir. Pass auf die auf. Na gut, Würfelmann, wir gehen da mal, ne? Man muss es mal probieren, oder? Oh, das sieht nach einem Kampf aus. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten im Park, ne? Ja, komm. Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Okay. Was? Ziel erfassen? Ja, das wissen wir ja schon. So. Sammeln wir ein. Ah, hat er einen gesammelt? Okay. Greif an. So. Wir würfeln mal. Eine 2. Das heißt, wir können einmal das hier auf jeden Fall aktivieren. Ne, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauchen wir es nicht. Und aufladen. Und Angriff. Ich glaube, wir machen mehr Schaden, wenn er liegt, oder? Warte mal, wir haben die Bombe, ne? Wollen wir mal würfeln? Die Bombenkarte. Ah, wir haben nur eine 1, leider. Setze Lebensdauer des Schwertes zurück und erhöht seine Stärke. Ja, machen wir es nochmal. Und dann greifen wir den Dude an. Alter. Mit 3 Schlägen umgebracht. Das war noch nicht alles. Da steht noch einer. Ja, natürlich. Erst warten. Ich würde jetzt schon gerne die Bombe einsetzen, ne? Autsch. Mach nochmal.
Okay, würfel mal. Und wir haben eine 2. Okay, wir können die Bombe aktivieren. Die Bombe funktioniert folgendermaßen. Man stellt die einfach dahin. Und schießt sie drauf. Genau, und dann boom. Ist ganz interessant gemacht. Und wir kriegen dafür 50 Belohnung. 50 Münzen als Belohnung. 520 haben wir schon. Sehr interessant. Wir werden direkt auch hier rausklassen. Ich würde aber trotzdem gerne mal gucken, ob wir hier irgendwelche Vasen stehen. Aber ich sehe keine. Na gut, dann wissen wir Bescheid. Ich denke mal, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, weil ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.